Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Evoland 2. Wir sind immer noch in der, im Bergwerk unterwegs, um hier die Schienen wieder zusammenzusetzen. Genau, hier gehören die nämlich dann rein. Eine fehlt uns noch. So, wo sind wir denn jetzt noch nicht gefahren? Ich glaube, hier oben. Schauen wir mal, wo wir da noch hinkommen. Und ich habe da unten gerade noch eine Truhe gesehen, wo ich nicht weiß, wie ich da rankomme. Ach du lieber Himmel, okay. Hier müssen wir aber sehr, sehr... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße, wie hätte ich das denn machen sollen? Um Gottes Willen. Ja. Warte mal. Oh. Krasse Sache, krasse Sache. Da musst du einfach den richtigen Platz finden, um dich hinzustellen. So, nice. Eine fehlende Schiene. Genau, hier sind wir, glaube ich, schon mal durchgefahren. Ist immer noch die Frage, wie kommen wir an die eine Truhe? Wahrscheinlich jetzt mit der Schiene, die wir gerade gefunden haben. So, genau. Da kommen wir jetzt nach da unten. Ich speichere hier nochmal ab. Zurück kommen wir jetzt auch nicht mehr, alles klar. Gut zu wissen. So. Da haben wir eine Truhe. Mit der Superbombe. Was ist besser als eine Bombe? Eine ganze Menge Bomben. Ah, ja. Was passiert denn hier? Gar nichts. Okay. So, hier brauchen wir wieder eine Schiene. Was ist das jetzt eigentlich? Eine Superbombe. Ach du lieber Himmel. Ah! Okay. Scheiße! Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Oh mein Gott, da muss ich ja voll aufpassen. Hilfe. Mal hier oben. Oh, Hilfe. Zack. Ganz voll viele Viecher mit Mal erlegen. Schön. So. Sehr gut. Vorsicht! Sehr schön. Ich möchte gerne alle Monster besiegen. Na. Hilfe! Hier oben noch was gestorben? Ne. So, der lag jetzt gerade schon mal auf der Seite hier, ne? Den. Zack. Töte ihn. Sehr gut. Okay. Das finde ich aber gut mit den Bomben. Nice. So. Hilfe. Aua. Bist du blöd? Lass mich. Toll. Die sind jetzt natürlich sehr schwierig zu besiegen, da die kleinen Käfer. Oh.
Aua. Wie gemein. Gut, gut, gut. Sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Zack. Yay, die Schiene haben wir da bekommen. Sehr gut. Okay, ich glaube, wir haben den Raum gecleared. Ach, schön. Ich liebe das. Das ist ja echt cool mit den Bomben hier. So, weiter geht's. Ach so, warte mal. Geh nochmal zurück. Ich will mal gerade was probieren. Wenn ich den Schalter drücke, dann verändert sich hier einfach nur die Schienen. Genau, und von da sind wir ja aber gekommen. Also, alles richtig. Gut. Jetzt muss ich hier echt gut aufpassen. Oh. Ich wollte die eigentlich so lang werfen, aber gut. So, ich muss echt gut aufpassen, dass ich in meine eigenen Bomben nicht mehr reinlaufe. Oh. So. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Dankeschön. Ich wollte eigentlich da unten eine hin. So. Aha. Oh, 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 oh. Sehr gut. Das hat funktioniert. Dann können wir jetzt hier speichern. Hier ist nochmal ein Platz für eine Lore. So. Okay. Das sieht mir doch sehr nach Bosskampf aus. Mhm. Ach, ihr seid mir wohl hierher gefolgt. Was hofft ihr damit zu erreichen? Und was genau habt ihr vor? Ha! Was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Einer dieser dummen Bösewichte, die in einem Monolog ihren ganzen Plan an die Helden verraten? Ja. Aber ihr habt überhaupt keinen Plan, stimmt's? Natürlich haben wir einen Plan. Nicht, dass ich euch davon erzählen würde. Bei so etwas kitzelt der Held immer genug aus den Bösen heraus, um ihren Plan zu vereiteln. Ich weiß ja nicht, was ihr denkt, Chris, aber ich glaube, sie blufft. Es ist eine Sie sogar, okay? Ich dachte, es wäre ein Er. Sie haben eigentlich gar keinen Plan. Das glaube ich auch. Ich sage euch, wir haben einen Plan. Na schön, ich verrate einen klitzekleinen Teil davon. Wir sind ganz Ohr. Überzeugt uns besser, sonst glauben wir noch, dass es gar kein richtiger Plan ist. Ich werde mein Bestes tun. Naja, wir haben vor, Magie-Energie zu sammeln. Genug, um in Professor Giros Labor einzudringen. Der Professor Giro? Der lebte, als der Kaiser noch über das Land herrschte? Der die geheimen Pläne der Magi für die Konstruktion einer Waffe unschätzbarer Macht wiederentdeckt haben soll? Ihr wisst jetzt schon zu viel. Viel zu viel. Ich sage kein Wort mehr und ich glaube, ich sollte euch zum Schweigen bringen. No. Scheinbar haben sie tatsächlich einen Plan. Und er hört sich gar nicht gut an.
Hey, das sind meine Bomben. Ich habe mich schon gefragt, wo ich sie nur gelassen habe. Gebt sie zurück. Nein. Ihr glaubt, ihr habt eine Wahl? Ey! Ich kann die aber schubsen. Ja. Ich kann die... Mann! Ja, das war dumm. Wie kriege ich sie denn jetzt? Okay. Mach mal hier ein paar Bomben her, wenn es geht. Gerade in ihre eigene Bombe reingesprungen, die dumme Nuss. Die wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Die sind so schnell, die beiden. Das ist ja echt der Wahnsinn. Aber bei dem mussten wir wenigstens nicht nochmal von vorne anfangen. Ihr seid wirklich stark. Jetzt verstehe ich, wie ihr Cherry besiegen konntet. Und ich verstehe auch, was ihr letzter Wunsch war, als sie starb. Ihre letzten Worte. Cherry wollte verhindern, dass euer Boss die große Katastrophe auslöst. Ja, wir hätten ihn von Anfang an aufhalten sollen. Dieses Chaos verhindern sollen. Diesem Rachefeldzug Einhalt gebieten sollen, der nur einen Teufelskreis der Gewalt fortsetzen würde. Aber wir sind schon das... Wer sind wir schon, das zu entscheiden? Es ist unsere Pflicht, ihm zu gehorchen. Ich glaube, niemand sollte blind Befehlen folgen müssen. Wir alle haben einen freien Willen. Warum solltet ihr jemand anderem die Entscheidung überlassen? Das ist nicht das, was ich gelehrt wurde. Wäre ich stärker gewesen, hätte ich unmöglich. Aber ihr seid stark genug, ihn aufzuhalten. Versprecht mir nur, ihm nicht weh zu tun. Er hat über die Jahre so viel erleiden müssen. Wir werden ihn aufhalten, mit eurer Hilfe. Zu spät. Es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Alle Mann, halt! Ach, schon wieder die. Geht weg! Hey, wohin sind die hin? Hinter uns! Noch ein Hinterhalt! Dieses Mal kommen sie nicht davon. Wir werden sie uns schnappen, denn wir sind... die kaiserlichen Sondertruppen! Ja? Nun. Gebt auf, ihr seid umzingelt! Nun, wenn man es genau nimmt, umzingeln wir sie nicht wirklich. Wenn sie wollten, könnten sie einfach nach rechts ausbüchsen. Bringen Sie nicht auf dumme Gedanken! Ruhe! Das Protokoll verlangt, dass wir bei einer Verhaftung die Gauner davon in Kenntnis setzen müssen, dass sie umzingelt sind. Nun, hallo. Wie ich bereits sagte. Gebt auf, ihr seid umzingelt! Irre ich mich? Oder haben sie sich etwa gerade bewegt? Nee, sieht fast so aus, aber sicher bin ich nicht. Aber Boss, habt ihr nicht gesagt, alle Mann sollen Halt machen? Schnell weg. Oh, Day. Boss, sie sind weg. Wie ist das möglich? Ach nein, also
Wir haben sie kaum aus den Augen gelassen. Los, ihnen nach! Wir haben eine wichtige Mission. Ich kann nicht zulassen, dass ihr sie aufhaltet. Oh oh. Bam. Sie hat sich für uns geopfert. Nein. Das war sehr tapfer von ihr. Halten wir jetzt diesen Kerl auf. Auf zu Professor Giros Labor. Ich wollte schon immer wissen, ob es einen Weg hinein gibt. Okay, wir haben keine Bomben mehr und sieht auch nicht so aus, als hätte sie das überlebt. Oh, wie traurig. Aha, und hier ist die Lore. Mit der wir rauskommen, offenbar. Nun gut. Also auf zu Professor Giros Labor. Wir wissen ja schon, wo das ist. Ich habe jetzt gar nicht probiert, ob ich da hätte mit jemandem Karten spielen können. Ah ja, egal. Die Karten holen wir auch noch alle. Und wenn ich nochmal einen Bonuspart hinten dran hänge, wo ich dann alle Sachen nachhole, die uns noch fehlen, ne? So. Haben wir viel Geld, ey. Okay, da sind wir. Es besteht kein Zweifel. Das ist definitiv die Tür zu Professor Giros Labor. Sie wird in einigen authentischen Dokumenten aus der Zeit des Kaiserreichs genau beschrieben. Trotz zahlreicher Versuche ist es bislang niemandem gelungen, sie zu öffnen. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, welche Geheimnisse dieses berühmte Labor wohl bergen mag. Hey, ich habe eine Idee. Wir könnten einfach hier graben. Warum eine stark abgesicherte Tür durchbrechen, wenn es eine Abkürzung gibt? Wenn das nur so einfach wäre. Es wurden schon einige Tunnel gegraben, aber sie alle stießen auf ein unglaublich starkes schwarzes Metall. Sieht so aus, als wäre die Tür der einzige Weg hinein. Genau. Oh nein. Und ich dachte, niemand sonst schert sich um Professor Giro. Ich habe euch unterschätzt. Ihr seid bestens informiert, Mensch. Und ihr scheint selbst einiges zu wissen. Wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Ich bin euer schlimmster Albtraum. Nein, da kann ich leider nicht zustimmen. In meinem schlimmsten Albtraum wache ich eines Morgens in einem rosa Kleid auf, umgeben von Pilzen, die mich für ihre Prinzessin halten. Ikit, warum müssen es auch immer Pilze sein? Lol. Schöne Anspielung. Das kann nicht sein! Ich erinnere mich an euch! Ihr wart mit meinem... Also doch! Also doch! Ich dachte, er ist es nicht. Ihr wart mit meinem Vater zusammen vor 50 Jahren an jenem Tag, an dem das Kaiserreich uns angriff. Ihr seid der Grund, dass man uns gefunden hat. Mein Vater hat euch vertraut und ihr habt ihn verraten. Ihr seid der Grund dafür, dass sie alle sterben mussten. Nein, er ist selber schuld. Ihm sind sie doch gefolgt. Euer Vater? Ihr meint Markus? Wollt ihr damit sagen, dass ihr sein Sohn seid? Reno? Ihr wart es also tatsächlich. Aber wie kommt es, dass ihr in 50 Jahren nicht gealtert seid? Zweifelsohne steckt die Magie eurer Zauberer dahinter. Und jetzt werde ich endlich den Tod meines Vaters rächen. Aber dein Vater ist doch nicht tot. Nein, da irrt ihr euch. Euer Vater Markus. Er lebt. Ihr lügt. Ihr seid mit ihm an jenem Tag verschwunden. Es ist wahr. Als der Großmagus angriff, wurden wir an einen Ort fern von hier gebracht. Sehr fern sogar.
Wir haben bis jetzt gebraucht, um wieder zurückzukommen. Und wo ist er dann? Mein Vater, wo ist er? Bei uns ist er leider nicht. Er ist noch dort. Aber wir retten ihn bald, ganz bestimmt. Hoffe ich zumindest. Wenn ich euch nur glauben könnte, dann hätte ich nicht tun müssen, was ich getan habe. Oh, was habe ich nur angerichtet? Ach, Reno, was hast du getutet? Es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt noch immer aufhören. Aber es ist zu spät. Cherry, Plum, wie soll ich euch rächen, wenn ich meine Mission jetzt einfach aufgebe? Lee sagt die Wahrheit. Euer Vater Markus lebt, dessen bin ich mir sicher. Wenn ich euch doch bloß glauben könnte. Aber einem Menschen werde ich niemals trauen. Ich will mich nicht weiter mit euch abgeben. Geh doch nicht weg! Ich werde meinen Vater rächen. Aber er ist doch am Leben. Oh, oh. Hilfe. Oh. Ah, nice. Okay. Ich kann die... Jetzt nimmt er sich seine Kügelchen zu Hilfe. Und er ist ein Super Saiyajin. Ach du Scheiße. Mist. Oh Mann! Vorsicht. Sehr gut, sehr gut. Schön vorsichtig. Okay. Aha, Hilfe. Ach Mist, das war der Richtige. Immer der so hell leuchtet, ist der Richtige. Der da. Einmal noch. Okay, vorsichtig. Gut. Der da ist es. Ah, verdammt. Der da. Yay! Geschafft, neues. Like a true hero. Oh, wie ich die Menschen verachte. Ihr solltet nicht stark wie wir Dämonen sein. Eure Körper sind schwächer, euch fehlt es an physischer Stärke. Eure Leben sind kürzer als die unseren. Warum also? Warum müsst ihr wieder und wieder gewinnen? Vor 50 Jahren habe ich alles verloren. Meine Familie, meine Freunde, meinen Vater. Endlich hat der Albtraum ein Ende. Jetzt werde ich endlich wieder mit ihnen vereint sein. Aber freut euch nicht so früh. Es werden andere an meiner Stadt kommen. Eines Tages wird die im Labor weggeschlossene Waffe zum Einsatz kommen und eure ganze Welt zerstören. Das wird der Tag sein, an dem wir Vergeltung üben. Wir werden dafür sorgen, dass dieser Tag nie eintrifft. Das wird sich zeigen. Oh nein, wir haben Markus' Sohn getötet. Es tut mir so leid. Chris, wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich den Lauf der Geschichte geändert. Die große Katastrophe wird nicht passieren. Die Zukunft ist gerettet. Aber dafür haben wir seinen Sohn getötet. Ich wünschte nur, Markus könnte das miterleben, wie sein Sohn stirbt. Was, Lee? Vielleicht hätte er Reno davon überzeugen können, dass wir nicht seine Feinde sind. Ah. Schaut. Die von Reno entfesselte Energie hat die Tür zum Labor aktiviert. Oh nein. Genau. Oh nein. Jetzt hat jeder Zugriff auf die Waffe. Oh nein. Nicht, wenn wir zuerst an sie herankommen.
Dann können wir sie zerstören. Und wo wir schon mal dabei sind, könnten wir auch die hier verborgenen Geheimnisse ausgraben. Die hier verborgenen Geheimnisse ausgraben. Was meint ihr, Chris? Gehen wir rein? Ihr sicher? Ja, jetzt liegt es an uns, die große Katastrophe zu verhindern. Nach gewissen Schriftrollen aus der Zeit des Kaiserreichs zu urteilen, hatte Professor Giro die Technologie der Magie wieder entdeckt. Das ist eine einmalige Chance, mehr über sie herauszufinden. Als Wissenschaftlerin kann ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Oh, und Reno? Was immer ihr entscheidet, Chris, ich werde euch folgen. Aber ich mache mir Sorgen um Markus. Ja. Reno? Oh Mann, das ist aber nicht gut, dass wir ihn umgebracht haben. Gut, dass Markus nicht dabei war. Markus, du hast das einfach nicht gesehen. Na dann, rein ins Vergnügen. Okay, die Dinger kann man kaputt schlagen. So. Unglaublich! Solche Relikte habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Es sieht so aus, als sei dieser Ort seit einer Ewigkeit verlassen. Ich vermute, seit Professor Giros Verschwinden hat sich niemand mehr hierher verirrt. Das war vor 50 Jahren. Vielleicht stolpern wir ja irgendwo über seine Gebeine. Gebeine? Aber ja doch, wenn wir Glück haben. Schließlich ist der Professor aller Wahrscheinlichkeit nach hier gestorben. Ich frage mich, wozu das hier gut ist. Ein Gespenst! Das sieht mir nicht nach einem Gespenst aus. Eher nach einer aufgezeichneten Nachricht. Warum hören wir sie uns nicht einfach an? 15. Februar 947. Der hat rote Haare wie wir. Und er sieht sehr jung aus. Ist das der Professor? Ja, Giro steht ja da. Also 15. Februar 947. Soeben bin ich in dieser Zeit angekommen. Ich habe das Signal des defekten Modells nachverfolgt, das mich hierher geführt hat. Es gelang mir, sie loszuwerden, ihn und die Frau. Ihn und die Frau? Ich werde hier bleiben und darauf warten, dass Subjekt X erscheint. Ende der Aufzeichnung. Und die Frau? Das ist ohne jeden Zweifel Professor Giro. Er hat sich nie ohne diese Maske blicken lassen. Das muss bedeuten, dass auch er durch die Zeit reisen konnte. Lass uns die Waffe suchen und sie zerstören. Ach, dieser Ort. Ich habe ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Wirklich verblüffend. Ich sollte mir Notizen machen. Der sah uns doch sehr ähnlich, finde ich. Dieses Behältnis ist schon seit langem leer. Okay. Dieses Geflicker nervt. Ist schon seit langem leer. Okay. Es sind komplexe mathematische Formeln zu erkennen. Ein Symbol taucht immer wieder auf. Unendlichkeit. Prophezeiung, Wasser wird alles überfluten, der Ursprung der Zeit. Ein Diagramm eines Magelliten, das nahelegt, dass etwas darin verborgen ist. Unscharfe Bilder eines sonderbaren herumdüsenden Viechs, einer Art blauen Igels. Seltsam. Lol. Dieser Computer ist defekt. Okay. Oh nein. Was geht da vor? Eine Art Alarm, glaube ich. Womöglich sind wir hier nicht willkommen. Oh, scheiße. Diese Typen sehen ganz besonders fies aus. Ich glaube, wir sollten uns zusammentun und ihnen als Gruppe begegnen. Sehe ich auch so. Chris entscheidet die Strategie. Wir übernehmen den Rest. Was? Aktivzeitkampfmodus? Etwas Strategie? Kann ich schaden oder so ähnlich? Angriff? Frostrüstung, Schub, Stürmen. Verwirrung. Nee. Was ist denn Stürmen? Angriff. Einer ist tot.
Eis. Auf den da. Ah, nice. Greift alle an. Sehr gut. Und Schlitzer. Wundervoll. Nein, noch ein Angriff. Dann müsste der doch auch platt sein. Ja, sehr nice. Okay, also wenn wir uns aufladen, können wir quasi noch einen anderen Angriff machen. 15 XP erhalten, 3 Gliss gefunden. Ich glaube, diese Metallkreaturen haben unsere Anwesenheit bemerkt, als wir auf das Gitter getreten sind. Passt auf, wo ihr lauft. Okay, ich darf da nicht drauf treten. Ah, jetzt kann ich aber drauf treten, okay. Dieses Behältnis ist kaputt. Vielleicht ist das, was darin war, herausgefallen. Na gut, Leute, das werden wir dann aber beim nächsten Mal herausfinden, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei, hier bei Evoland 2. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!